Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei unserem gemeinsamen Projekt Europa Universalis 4. Günner kämpft gerade eben ums Überleben. Ich grüße dich. Ja, hallo und herzlich willkommen liebe Freunde und auch salvierte Spectatores. Ja, wir brauchen ein paar Darlehen, denn ich muss mich jetzt mal um diese Rebellen dort kümmern und tatsächlich ist es eine etwas umfangreichere Arbeit, die ich da auf mich nehmen muss. Ich hab das vorhin versucht mit kleineren Söldner-Stacks, musste dann aber die Segel streichen, weil das leider überhaupt nicht funktioniert hat. Und meine Kampfesgenossen waren so freundlich, uns diese Partie noch einmal beginnen zu lassen, damit ich mir einfach jetzt direkt den entsprechenden Söldner-Stack zusammen gaunere, den ich dann brauche, um die Rebellen Platz zu machen. Wir haben 17, das wird nicht ausreichen. Marvin ist übrigens auch da. Marvin ist auch da, ich grüße dich, genau. Hallo. Ja. Günner ist gerade eben sehr, sehr ums Überleben bedacht. Günner ist sehr, sehr, sehr on tilt vor allen Dingen. Ne? Also, das ist halt beliebig kompliziert hier alles. Ja. Ich habe schon gehört, ne, Marvin macht genau denselben Fehler wie ich. Er geht nicht Richtung Samarkand, sondern er bewegt sich in die falsche Richtung. Nach Süden, so wie ich nach Norden. Ne? Das ändern wir schon. Hier sieht man es übrigens wieder sehr schön. Ne? Der killt einfach in jeder Kampfphase mehr Truppen als wir. Aber ich glaube, wir können es über die Moral gewinnen. Und das reicht mir dann hier. Aber ihr seht das, ne, wie brutal das ist, ne, in so einer Kampfphase. Er verliert 400, wir verlieren 700. Ne? Also wir können hier nicht ganz normal aufspielen. Sondern ihr seht es, wir müssen es so machen. Und das lösen wir jetzt mal auf. Denn ich habe Schulden. Okay, glücklicherweise nicht mehr ganz so viel. Aber ja. Wirft mich ein bisschen zurück, ein bisschen. Ja, das finden jetzt Marvin und ich garantiert ganz schrecklich, ne? Ja, auf jeden Fall. Nee, aber ich sag nur mal danke, dass wir mit diesem Part dann nochmal beginnen konnten. Ich muss übrigens noch Schiffe verkaufen, meine ich. Sowas wäre ja auch scheiße, wenn sowas dann einfach, was auch total unfair ist, so ein 20er Stack aus dem Nichts, gefühlt hat jedes Sandkorn ein Kind gekriegt und das greift dich an, ne? So in der Art. Das Problem ist, diese Provinzen, wo die halt herkommen, also ich akzeptiere zwar die Kultur, aber die haben eine andere Religion als meine und deswegen revoltieren die dann halt und deswegen sind es halt so viele, weil die dadurch entsprechend halt so so ein hohes Rebellenaufkommen haben und ich meine, sagen wir mal so, ne, ich hatte zuerst die falsche Annahme, als sie die, ihr habt das ja eben gerade auch gesehen, die wollten eine Küstenlandung machen von Ash-Sharkia nach Suhar und ich hatte eigentlich die Annahme, dass bei einer Küstenlandung die Truppen, die an der Küste anlanden, einen Zweier Malus halt bekommen auf ihren Angriff. Das scheint aber nicht für Rebellenarmeen zu gelten und deswegen haben die mich dann da halt einfach direkt zerklopft und hätte ich das halt vorher gewusst, hätte ich mich da anders aufgestellt, also dass sie halt eben keinen Malus bekommen. Ne? Also das war jetzt auch was, was nicht so ganz meinem Kenntnisstand halt hier. Aber finde ich krass, da hat man wieder mal was gelernt, weil ich glaube, das werden viele Leute auch nicht gewusst haben. Ja, zumindest, also es ist einfach insofern, es ist halt kontraintuitiv, ne? Weil du würdest eigentlich erwarten, dass es halt so ist wie bei, was war das jetzt gerade? Du würdest erwarten, dass es eigentlich so... Du hast mir Schiffe angeboten. Bitte? Du hast mir Schiffe angeboten. Ah, ich habe dir Schiffe angeboten. Ah, sorry. Da ich wollte sie nicht. War mein Fehler. Ach stimmt, das bist ja du. Ah, okay. Das bist ja du. Ich sehe schon, meine Name Recognition ist very, very hoch. Ja. Was für ein Satz. Das war aber der hardcore gedinglichste Satz, den ich, glaube ich, dieses Jahr gehört habe. Da bin ich gut drin. So, ich wiederhole jetzt nochmal meinen Satz von gerade eben, den ich eigentlich sagen wollte, wo ich dann irgendwie durcheinander kam, weil ich Marvin irgendwie meine Schiffe da angeboten habe. ja, also man würde halt eigentlich erwarten, dass es halt so ist wie bei den normalen Armeen, ne? Wenn du halt dort dann
angegriffen wirst, würde jeder, der ein Landungsmanöver macht, halt eben einen Malus bekommen. Das scheint aber hier eine andere Form der Fortbewegung zu sein. Das zählt halt nicht wie eine Küstenlandung, auch wenn es de facto eine Küstenlandung ist. Ne? Und das musste ich halt hier schmerzlichst aufs, oder sagen wir aufs Schmerzlichste sogar erfahren. Lohnt sich das eigentlich hier überhaupt runterzugehen? Nicht wirklich, ne? 0,4. Okay, wir laufen mal nach Suhar. Was machen wir denn noch? Aber du hast sie jetzt im Griff momentan, oder? Ich werde sie in den Griff kriegen, auf jeden Fall. Gut. Und ich meine, so ein bisschen Schulden darf man ja machen. Lass mich raten, meine Ideen als... Ach nee, ich hab die russischen Ideen schon. Aha! Das ist interessant. Also ich starte als Moskau, hab aber von Anfang an schon die russischen Ideen. Das wusste ich noch nicht. Das ist häufiger so. Brandenburg fängt ja auch mit den preußischen an. Okay. Warum auch immer. Wollte da kein eigenes Ideenset dafür schreiben. Ja, wahrscheinlich ist es auch so, dass es eventuell dann auch dem einen oder anderen vielleicht dann irgendwie zu blöd ist, weißt du, dann bei manchen Situationen habe ich schon festgestellt, da hast du Ideen, die gefallen dir, dann richtest du ein Reich danach aus, dann hast du eigentlich mehr oder weniger die Aufgabe, dieses oder jenes Reich zu erschaffen und dann ändern sich halt komplett die Ideen. Macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Ja. Also es ist schon richtig, dass es eigentlich auch logisch ist. Ich meine, warum sollten jetzt dieselben Leute... Nur weil sie jetzt das Land anders nennen, sagen, ha, und jetzt ändern wir mal komplett unsere Ideologie. Mhm. Dafür sind wir wahrscheinlich zeitlich noch ein bisschen zu früh. So, ich habe noch 10 Darlehen. Mhm. Ach du Scheiße. Ja. Ich habe immerhin gerade eben 100 Macht bekommen. Das ist immer gut. Ja, ich hatte die Chance quasi darauf, dass mein Herrscher besser wird, 20% oder 80% auf 100 Administrative. Die Administrative nehme ich auch gern. Das ist sicherlich auch nicht verkehrt. Es ist mal schön, ein Event zu bekommen, das nichts sagt und wieder Arschkarte da, der Zonk. Nochmal ein Zonk. Ja, genau. Willst du noch eine Zonk-Sammlung anlegen? Alter, hier sind so viele krasse Revolten am Start bei den Timis, ne? Mhm. Scheint eine sehr friedliche Zone zu sein, in der du gestartet bist. Ja, Khorasan greift sie übrigens auch an. Auch das ist heftig. Sistan auch, ja. Wie sagte man einst noch so schön, wanna know how to defeat Timmy? Sit back and watch. Die Tims bloß, Flo. Genau, Timmy-splosion. Es will nicht so richtig rollen, nee, ne? Tim-explosion. Tim-explosion. Tim-splosion. Tim-splosion, ne? Das hat auch schon so ein bisschen das Wort von Implosion in sich, ne? Mhm. Ich entdecke gerade eben für mich den Rekrutierungsstandards lockern Button ganz neu für mich. Ich glaube, ich werde vorher und wahrscheinlich auch hinterher nie wieder diesen Button so oft drücken. Das ist jetzt übrigens gerade, was da passiert bei Timmys. Das ist ein Krieg der Vasallen gegen Timmys, meine ich, ne? Sistanischer Unabhängigkeitskrieg, ja. Die führen einen Unabhängigkeitskrieg. Krasser Shoot. Mhm. Der Marvin kämpft gerade gegen Deli. Jetzt will er doch nach Norden. Ja, aber es will nicht. Boah. 50 militärische Macht verlieren oder 10 Prestige? Was würdet ihr sagen? Militärische Macht. Okay. 15 oder 50? 50. Ah, okay. Ja, kommt drauf an, wie viel Prestige hast du? Ich habe 12 und hätte dann nur noch 2 gehabt. Und wie viel Militärmacht brauchst du für die nächste Technologie? Ich habe die gerade eben erst erforscht. Ich bin da auch zeitlich leicht voraus. 10%, also ein Jahr.
Ja, schwierig. Also es kommt darauf an, wenn du es jetzt für die Forschung bräuchtest und wenig Militärmacht machst im Monat, dann würde ich sagen, komm, dann behalte die Militärmacht und schmeiß das Prestige weg, aber ansonsten... Ich mache 7 militärische Macht, also es ist schon okay. Geil ist es nicht, aber es ist okay. Und wie gesagt, ich bin ja schon die eine Tech jetzt weiter, ich bin jetzt schon bei Tech 4. Mhm. Aber ich hätte natürlich schon ganz, ganz gerne die östliche Miliz. Oh Gott, nascht. Schmeißt sich wahrscheinlich jetzt weg, weil die mit Timmy verbündet sind, ne? Die kämpfen gerade gegen Khorasan. Ich hätte ihnen den Militärzugang nicht geben dürfen. Wie man's macht, macht man's falsch. Ah, die wären da so oder so durchgekommen, aber auf jeden Fall keine gute Option. So, warum bist denn du mit Achan verbündet? Wozu gehört denn diese Provinz hier? Piratenküste. Was bringt eigentlich exakt in der Diplomatie dieser Vertrauenswert? Warte mal kurz. Ach nö. Sag mal, Spiel, willst du mich verarschen? Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Der Vertrauenswert ist halt wichtig dafür... Wow, ich erhalte 0,48 Dukaten. Das meinst du doch nicht ernst, Spiel. Wenn das Vertrauen zu bringen wird, brechen sie irgendwann das Bündnis. Dann können deine Bündnispartner das Bündnis brechen. Wenn er hoch ist, das Bündnis sehr sicher. Also, wie es genau läuft, weiß ich nicht. Weiß man nicht so genau. Aber offenbar macht ein hoher Vertrauenswert es auch unwahrscheinlicher, dass ein Verbündeter dich zum Rivalen erklärt, was die KI ja ganz gerne mal tut. Ja, ja, ich sehe auch gerade eben. Also, ich habe nur noch einen Rivalen zur Auswahl und das ist mein Verbündeter Polen. Aber das Spiel beschwert sich gerade eben nicht. Bekomme ich dadurch irgendwie einen Malus? Wenn ich es nicht mache? Also wenn dir das Spiel sagt, du hast zu wenige Rivalen, dann verlierst du halt. Dann verlierst du Machtprojektionen. Ja. Mhm. Ja, okay, aber das heißt also, solange es sich nicht gerade eben meldet, ist alles cool. Ja. Gut. Bei mir ist es ein ewiges Starren quasi auf das Training meiner Männer. Weil ich gerade eben einfach. Ich muss einfach noch warten, bis die Manpower hochgeht. Ich könnte jetzt natürlich meine Nachbarino-Staaten hier angreifen. Aber das würde die Sache nur verschlimmern. Hm. Muss man sich gut überlegen. Ich kann jetzt wieder 59 einen Krieg machen. Wie weit bin ich denn hier? Na ja, mit 2,12. Im Februar, ein Jahr noch, dann kann ich endlich Tempel bauen. Da habe ich ja auch eine Mission für das Land der Kirchen. Ich muss 20 Provinzen mit Kirchen zu klabastern. Mhm. Das ist auch mal ein Move, ey. Woher das Geld nehmen? Oh Marvin, du scheinst Deli aber trotzdem... Händen deiner Gegner. Apropos tote Hände deiner Gegner, das sieht doch ganz gut aus bei dir eigentlich mit Deli. Ja, bis auf die 26.000 Mann, die in meiner Festung stehen. In Gorwa? Ja, okay, gut, ja. Komm schnell, schnapp dir einfach nur Jangladesch und dann ist gut. Die Provinz ist es wert mit 111. So genau habe ich gar nicht geschaut. Das ist halt wahrscheinlich so, so quasi gefühlt 100 Quadratkilometer und es steht halt einfach nur so eine halb zerfallene Hütte drin, ne? So, sonst ist da nichts. Mit einem einzelnen Apfelbaum. Und irgendwo schon noch, steht noch so eine Kuh, so eine schielende Kuh und sagt, muh. Oh, wow. Ah, die sind noch im Krieg. Okay, gut, alles klar. Sorry, ich habe mich gerade verguckt. Sorry, ja, mein Fehler. Da habe ich nicht so Lust drauf. Da habe ich noch weniger Lust drauf. Ulama erlangt 10 Einfluss. Okay, gut, da geht noch klar. Wo ist Mahara?
Ach, das ist Mahara, sorry. Ja. Okay, und du? Ja, du findest die Dorf, alles klar. Was geht denn da ab wieder bei den Timis? Okay. Kann ich... Nee, Kriegsandrohung. Kann ich das machen? Ja. Okay, aber sie wollen nicht. Schade. Das wollen sie relativ selten. Schade, schade. Ja, das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen nicht so gut gebalanced, wie ich finde. Ah. Will ich eigentlich nicht haben. Ist mir eigentlich nicht so rash. Ich könnte eigentlich da schon mal anfangen. Why not? Der Waschier würde mitmachen, die haben aber zu wenig. Müsste noch einer, müsste noch irgendwie mitmachen. Ja, mach mal. Also er hebt Ansprüche, okay. Okay, okay. Witzig, wie meine Armee da im Exil ist. Wo krieg ich jetzt was her? Ich hätte echt jetzt, ehrlich gesagt, hätte ich die Festung bei Maskat behalten. Es hätte mich weniger gekostet wahrscheinlich. Ja, wobei, das Problem wäre eigentlich, dass die Armee der Gegner so stark war, ne? Ja. Und du, aber Gorva kriegen die ja wohl nicht, ne, oder? Gorva hält gerade echt gut. Ich habe das Verteidigungsdikt reingetehen. Die stehen jetzt seit 450 Tagen. Und du hast... Macht mir gerade echt Spaß, dazu zu schauen. Und Jaunpur belagert ja jetzt wohl gleich hier Delhi, ne? Dann kannst du da doch einen Frieden machen, ne? Muss ich bloß schauen, weil ich ja eigentlich ganz gerne ganz nach Norden will, wie es mit den Festungen ausschaut. Aber ich glaube, sie kriegen Gorva noch. Aber es sollte jetzt auch nicht das Riesending sein. Kannst du über Multan gehen, oder? Mit wem sind die verbündet? Ah, ne, die sind mit Jaunpur verbündet, das ist nicht so clever. Okay, ich habe halt das Problem, dass, also seht ihr Usbekistan und Dulkadir? Usbek sehe ich. Nope. Dulkadir, muss ich mal gucken. Ah, Dulkadir sehe ich auch. Oh Gott, das ist ja so weit weg. Ja, die sind weit weg. Malwa 500 möchte Tage den. Belagerung. Alter, die haben das, die sind bei 50%, krass, ey. Ja, vielleicht schaffen sie ja noch die 99. Die berühmt-berüchtigten. Also ich würde sagen, trotzdem, Lahore hast du nicht so schnell belagert. Also ich könnte halt jetzt den Frieden machen. No risk, no fun. Glaub mir, ich kenne mich aus mit dem Spiel. Ach, führen wir noch ein bisschen Krieg, was soll ich. Berühmte letzte Kann Worte. Kann nur schlimmer werden. Also ganz ehrlich, wenn ich Lahore vor Gorva kriege, dann lache ich laut. Ich kriege halt Polen leider nicht mit den Kriegern. Warte mal, Usbekistan würde mitmachen, Dulkadir würde mitmachen. Avaria würde spannend, mitmachen. Was würfelt er? Ah, hat's gekriegt. Ja. Ja, schade. So unfair, wie schnell die KI wieder ihre Belagerung sie hat ja nur 2 Jahre Pures gedauert. Cheating. Also ich erkläre jetzt der blauen Horde den Krieg, ne? Okay. Das brachte mir jetzt direkt mal 50 administrative Macht ein. Wow, sie sind im Krieg mit einer Nation, die wir noch nicht kennen. Die blaue Horde. Eine ausgegraute Nation namens Moskau. Eine Moskau. Genau, eine Moskau. Moskau? Genau, hier wird gemoscht, Günner. Ja. 13% religiöse Einheit.
Vielleicht solltest du Ibadi werden. Ich müsste eigentlich Ibadi werden, ne? Aber, ja. Dann Du bist hättest du auch 90. schiitisch. Ah, nee, du bist Hindu. Oh, Alter, das gibt einen heiligen It's time for a crusade. Gonna look at Marvin. It's time for a crusade. Wobei bei Günther wäre es ja eher Ja, ein Dschihad, ne? ja. Ach, so genau sind wir da jetzt auch nicht, ne? Sprach der Historiker. Genau. Alles nur Wortklauberei. Ein Verbündeter latscht gerade in eine Schlacht, die er wahrscheinlich verliert. Ich habe 77 Warscore. Eigentlich könnte man einen Schlussstrich ziehen. Ich bin so gut zu meinen Verbündeten, das ist der Wahnsinn. Oh, verdammt, der will ja Land von mir haben, das darf ich nicht vergessen. Ups. Sonst ist er sauer, oder? Jo, ich habe ihm Land versprochen. Aber er hat Willst du tatsächlich gar nicht mal so viel Kriegsbeteiligung. ihn nicht einfach verraten? Ich bin ein lieber Marvin. Ein lieber Marvin. Moment, will er überhaupt Land? Ah ja, doch. Auf wem reicht eine Provinz? Ist das nicht lieb von ihm? Boah, dieser dämliche Adelstand könnte sich jetzt aber auch langsam, aber sicher mal wieder einkriegen. Alte Zippen, ey. Also von dieser blauen Horde sehe ich momentan relativ wenig. Wenig Blau und wenig Horde. Vielleicht sind sie geflüchtet. Den Eindruck entwickle ich auch. Ich meine, auf Pferden sitzen sie ja und sind schnell. Könnte also hypothetisch gesehen sein. Ha, im November kann ich wieder jemanden für Machtprojektion beleidigen. Boah, Alter, hast du dich da hochgefressen, ey. Aber du hast ja, okay, gut, ich sag mal so, Bangladesch und Chiuru zählen auf jeden Fall nicht. Das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht, dass man das Gierig. mit Machtprojektion so machen kann. Klingt aber auf jeden Fall vielversprechend. Ah, jetzt sehe ich die ersten 1000 Mann von denen. Witzig. Ist jetzt nur doof für die, dass ich im Grunde ihr Land gleich erobert habe. Ja, also so viel ist da nicht mehr übrig, wie ich gerade sehe. Ja. Ah, Mamelukenreich hat Schulden. 174. Danke, Spiel. Kriegsmüdigkeit minus 26. Okay. Ja, also, falls einer von euch auch noch überlegt, was ist der effektivste Weg, um andere Großmächte zugrunde zu richten, verbündet euch mit ihnen. Sie werden danach Ja, keine finanziellen Ressourcen mehr haben, um irgendjemandem zu helfen. das hat noch immer funktioniert. Ja. Ich sag nur so, ne, wo war das in meinem Let's Play mit, das war in meinem, nicht in meinem aktuellen, sondern in meinem EU4 Let's Play Projekt davor. Da habe ich mich mit Moskau verbündet und auf einmal hatten die halt dann so 4000 Denare Schulden. Und die hatten wir bis. Lol. Und das hatten sie so lange, bis ich eine PU mit Moskau bekommen habe, mit Russland. Also gerade Moskau hat immer so viel Schulden, das ist echt heftig. Ja, und dann haben die halt, also das war halt auch so geil, ne? Dann hatten die irgendwie Miltech 17 oder sowas.
und hat nur Infanterie-Stacks, ne? Also, das ist so unfassbar. Ich sehe gerade eben, was da los ist, ey. Die sind in Perm einmarschiert bei mir gerade eben. Mhm. Oder ich glaube auch in meinem Let's Play mit Schottland, ne, als ich die Old Alliance spiele, Spanien mit mir verbündet, 1800 Denare Schulden, hat sich nie wieder davon erholt, in keinem einzigen Krieg dabei, rivalisiert mich später. Oder so, glaube ich, war es auch irgendwie. Ach, so unfassbar dämlich. Ja. Also wegen der Provinz, da führe ich definitiv keinen heftigen Krieg. Die fallen gerade eben im Osten über mich her, währenddessen ich jetzt das Hauptkriegsziel schon mal eingenommen habe. Das ist schon mal gut. Kriegsziel einnehmen für den Ticking War Score immer nice. Ja. So, noch 5 Darlehen. Juhu. Wie viel AE hat der Marvin denn? Viel zu viel. Die Muslime fanden das irgendwie gar nicht lustig. Sie einer Militärkoalition von Multan und Sirhind. Aber du hast nicht genügend, dass du beitreten kannst, also reden. Ja, das ist das, was ich jetzt gerade nachgucken wollte. Du warst nur 33. Alter, willst du die Karte rot färben oder was machst du da gerade? Ach, das geht schon. Malva hat 92. Talna 85. Wahrscheinlich hat sogar eine aggressive Expansion in 108. Alter, wie krank bist du denn? Ich hatte eine aggressive Expansion von 23 ursprünglich mal, ne? Boah, Sistan hat die Timmys zerhackt. Boah. Ah, jetzt sehe ich die blaue Horde. Okay, die haben doch mehr Truppen, als ich gedacht habe. Bin beeindruckt. Naja, aber sie müssen noch ein paar Festungen einnehmen. Was ist denn das hier für ein Gelände? Yeah, das ist dann hat mich rivalisiert. Juhu. Wie lange haben die denn noch einen Waffenstillstand mit dir? Oh, die haben noch 13 Jahre Waffenstillstand mit dir. Okay, gut, da ist das mit der AE, fällt dann nicht so ins Gewicht, ne? Nee, ist schon ein Problem. Hä? Moment. Warum kann ich nicht sagen, ich will das Land erobern? Im Friedensvertrag. Was hast du für einen Kriegsgrund gewählt? Eroberung der Hauptstadt. Hast du... Ach nee, das ist Erniedrigung. Hast du den falschen Kriegsgrund wahrscheinlich gewählt. Dann mach ansonsten weißen Frieden mit denen, dann kannst du sie in 5 Jahren wieder angreifen. Ach nee, dann mache ich Niederlage eingestehen, sollen sie machen und dann bin ich auch zufrieden. Gut, nur dann denk, dann wird der Friedensvertrag das wahrscheinlich ein bisschen länger. Okay, gut, ja, okay, alles klar. Dann so, habe ich das jetzt gemacht. So, ich habe sie verhauen. Sistan, das gibt ja auch ist einen, in der Koalition gegen Marvin auch noch. Das gibt ja auch einen Vorteil. Sistan, Multan und Sir Hind. Ach nee, das gilt nicht als erniedrigen, egal. Dann haben sie es halt eingestanden. So, ich habe denen jetzt halt kurz mal gezeigt, dass ich der Stärkere bin. So ein Scheiß, ey. Du hast gerade Marva freigelassen? Ja, nicht gewollt, das ist irgendwie eine Eventgeschichte. Greif's doch mal an. Hol dir noch ein bisschen AE. So, ich versuche jetzt Perm zu annektieren. So, ich glaube, den Bestrafungskrieg, den können sie jetzt führen, oder? Oh, mit Barman ist noch verbündet. Ich meine, 4 Stück müssen doch reichen für einen Bestrafungskrieg, oder? Ja, sie können ihn nicht führen, aber sie werden es nicht tun. Ah ja, das ist zu gute Verbündete, ne?
Ich habe eine 33er Ehe, schade. Wieso bist du traurig, dass du nur so wenig hast? Dann könnte ich einer Koalition gegen Marvin beitreten, das wäre sehr lustig. Ach so. So, jetzt annektiere ich tatsächlich Perm. Das ist ja auch eine Aufgabe für mich. Ah, es ist halt. Ich habe halt echt gedacht, das wäre der richtige Kriegsgrund. Das ärgert mich jetzt gerade. Verständlich, ja. Weil hier habe ich nämlich auch Eroberung von Ischewsk. Ischewsk meine ich. Und Rückeroberung kann ich auch machen. Aber ich habe nicht vor, jetzt hier gleich wieder den nächsten Krieg zu gehen. Zumindest nicht instant. Also rein geldtechnisch ist das ja nicht so lukrativ mit diesen vielen Kirchen. Oh, scheiße. Wie düster. Okay. Na, immerhin sind die langsam soweit. Meine Manpower regeneriert sich ebenfalls. Wie lange dauert das eigentlich? Auch die Koalition ist jetzt aber so flächenmäßig gar nicht mal so schlecht, ne? Ja, Malwa, Sistan, Belutschistan, Timi, Multan, Transoxanien könnte fast mit rein, ne? Lass mal ganz kurz gucken hier. Machen wir das. Oh, stopp, da ist was Wichtiges. Rebellenaufstand. Saharische Nationalisten. Wo sollen sie denn kommen? Ich finde es ja witzig, dass es überhaupt gar keinen Malus dafür gibt, wenn ich null patriarchische Autorität habe. Jedes Mal sage quasi, ja, ich verliere weitere 5 davon, aber es geht nicht unter 0. Hm. Dafür nehme ich dann lieber die administrative Macht mit. Das ist ja auch ziemlich witzig. Hm. Ich freue mich echt auf meine erste Idee. Ich freue mich darauf, wenn ich meine letzten Darlehen getilgt habe. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Komm du mal zurück. Ach, scheiße. Das wird nicht klappen, okay. Das ist übrigens auch nett. Das könnte fast klappen, aber das ist ein bisschen zu wenig noch. Okay. Die defensiven Ideen sind aber wirklich geil. Die sind geil, ja. Wie lange habe ich da jetzt noch einen Waffenstillstand? 59. Wie stark ist Kazan? Dazu noch die Krim. Mit 11.000 Mann. Und dann Chagatai.
Was ist denn Chagatai nochmal? Chagatai ist auch so eine kleine Horde bei dir, aber eher eigentlich, also eher eigentlich so nördlich des Himalaya, also bei, jetzt nicht wirklich nah an dir dran, ne? Naja, die sind bloß trotzdem verbündet mit denen. Hä? Such die mal. Chagatai findet da gar nicht statt in der Liste. Dann heißt die irgendwie anders. So, könnte jetzt John Purma bitte den Bengalen den Krieg erklären oder irgendwie sowas? Chagatai, komisch. Boah, bald schulden die mir 10 Gefallen. Aber das ist immer im pro Jahr einer, ne? Oder können die Bamanes mal wieder einer? Kommt drauf an, wie groß die andere Nation ist. Es kann auch 3 Jahre pro Gefallen dauern, wenn die andere Nation deutlich größer ist als du. Okay, ja, nee, also ich glaube, ich bin deutlich größer als Polen. Den nächsten Gefallen im Januar 57 bekommen. Ja. Ja, das ist immer ein bisschen, da muss man am Anfang ein bisschen warten. Das ist blöd, ja. Ich kann auch Kasan auf die Fresse hauen, da bin ich überhaupt gar total tiefenentspannt, was das Thema angeht. Kasan halt nur nicht so, aber das interessiert ja keinen. Richtig. Oder ich hau in 3 Jahren Novgorod erstmal weg. Das ist auch eine Idee. Novgorod weghauen, das ist eigentlich auch immer eine ganz gute Idee. Ah, macht er mein Land schön groß, ne? Hm. Komm, nimm den Typen damit. Ich weiß bloß nicht, ob die jetzt schon klein genug sind, dass ich sie vasalisieren könnte. Wer? Novgorod? Novgorod, naja. Ist die Frage, ob du das machen willst und ob sich das lohnt, ne? Also für dich ist es ja, wenn du die Ansprüche hast, ist es besser, sie eigentlich direkt zu erobern. Oh, Gujarat habt ihr ja erfolgreich klein gemacht da unten, ne? Endlich! Die Bojaren haben endlich wieder Loi. Das Leben kann so schön sein. Ich mache wieder Manpower, 232 pro Monat. Das ist gut. Oh, aber nur doppelt so viel, wie ich habe pro Monat. Das ist gar nicht so viel. Ich hab viel leeres Land, du da. Mhm. Ich habe jede Menge Tiger. Willst du Tiger? Kann ich dir geben. Geschnitten oder im Stück? Ja. Von mir aus könnten wir auch mit der Geschwindigkeit mal auf 3 gehen. Von mir aus auch. Damit wir noch 3 Minuten was machen können in dieser Folge heute. Würde ich auch, Marvin? Können wir schon hochdrehen, aber ich wollte gerade sagen, dass die Folge schon etwas am Ende ist. Lass doch eine Minute 2 machen. Genau. Und jetzt kommt gleich wieder die berühmt-berüchtigte Nachricht. Struppis Rechner kann nicht mitgehen und wir müssen die Spielgeschwindigkeit reduzieren. Das wäre aber bei uns unglaublich fragwürdig. Ja, das wisst ihr halt. Ich glaube, bei Struppi kam das tatsächlich irgendwie 2-mal oder so, dass er da irgendwie nicht mitgeben konnte. Und dann mussten wir langsam machen. Was insofern witzig war, weil ich glaube, er war derjenige, dem es nicht schnell genug ging. Das ist Ironie. So, Marvin, wie läuft's da oben mit der Koalition? Ich hab mich gerade angegriffen. Aber du kommst klar, oder? Moment, was ist hier gerade passiert? Vulkanischer Bestrahlung. Okay, mich haben alle meine Verbündete verraten. Cool. Oh ja, du hast einen Waffenstillstand. In dem Fall nein, ich komme nicht klar. Nicht einmal ansatzweise. Okay. Da. Was sind schon... Wie viel Darlehen musst du machen oder geht das nicht mehr? Was? Das ging doch mal mit den Darlehen, dass du dir für Geld rauskaufst oder geht das nicht mehr? Nee, das haben sie schon lange ausgepatcht. Mehr, ne? Das haben sie schon lange, Also, wen lässt du frei? Sieht nach. Wo ist denn das?
Marwa aus und drei Provinzen im Norden verliere ich. Ich überlege mal, ob es irgendwie von Interesse sein könnte, diesen Krieg zu führen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich halte das für unwahrscheinlich. Ich meine, gehen wir mal ganz kurz durch. Wir sind ja eh am Ende. Hängen wir bis zum nächsten Mal überlegen. Ich meine, es sind Timuriden, Malwa 27, 36, 44, 41, 58, 63, 67, 71, 75.000 Mann. Ich meine, das kriegt man schon irgendwie klein. Ja, du musst nicht nur die Thermopylen führen, ne? Genau, ja. Such dir eine schöne Provinz, wo du sie reingrinden kannst. Genau. Irgendwas mit Gebirge und einer Festung oder so, wo du dann noch dann am besten irgendwie verbrannte Erde machst oder so. Aber das sparen wir uns das nächste Mal. Oh, wir sind gespannt. In diesem Sinne, alles Gute und Pax Vobiscum, Valete. Tschüss.